Leute! Yo! Willkommen zurück zu Final Fantasy VI, einem längst vergessenen Let's Play von mir. Nein, natürlich nicht. Ich habe... Entschuldigung. Ich habe seit etwas längerer Zeit nicht mehr weitergemacht bei Final Fantasy VI oder Final Fantasy VII, da ich ja jetzt auch das Let's Play as Rivals mit Pokémon auf dem Hals... am Hals hab. Ich mach's natürlich gerne, so ist es nicht, aber es kommt immer wieder mehr. Und ich wollte ja eigentlich auch mit Star Ocean 2 anfangen. Ja, das werde ich natürlich alles noch. Doch jetzt habe ich mir gedacht, ach nein, ich muss jetzt Final Fantasy 6 mal weitermachen, weil da soll es doch auch mal weitergehen, endlich. So, wenn ich mich noch recht erinnere, das letzte Mal war ich in Zozo zugange. Wir haben Ramu kennengelernt, eine Esper. Wir haben Espern bekommen. Neuestem. Esper. Ramu, Kirin, Siren und Kai Sid. Ich glaube, ich habe auch schon ausgerüstet. Er hat Ramu, Seles hat Kirin, Locke, Siren und Cyan. Kai Sid, was kann der denn? Kobold, Konfus und Levitas. Ist eigentlich nichts Besonderes. Was hat er denn für eine Extra-Fähigkeit? Magie plus 1. Na gut, das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig für ihn wichtig hier. Und zwar das System von den Espern hier mit der Ausrüstung und mit den Fähigkeiten erlernt ist wirklich sehr gut gemacht bei diesem Spiel. Also das gefällt mir hier dran am allermeisten. Und zwar, jede Esper hat bestimmte Zauber, die der Charakter, der ausgerüstete Charakter, also lernen kann. Ramu, Blitz, Blitzerer und Gift. Man bekommt jetzt nach dem Kampf neben Geld und Erfahrungspunkten auch Magie-Erfahrungspunkte. Extra für die Zauber. Und zwar, neben dem Namen sieht man erstmal natürlich das Lern... Also, neben dem Namen von der Bestia natürlich, gibt es die Zaubernamen, das Lerntempo und der Fortschritt. Lerntempo steht jetzt hier bei Blitz zum Beispiel mal 10. Das heißt, man bekommt pro Erfahrungspunkt, also pro Kampf bekommt man, ja keine Ahnung, 1 bis 2 oder 3 Magie-Erfahrungspunkte. Und das Lerntempo hier mal 10 bedeutet dann 3 mal 10. Das heißt, wenn ich jetzt gegen einen Gegner kämpfe, der gibt mir 2 Magie-Erfahrungspunkte, dann habe ich also bei Fortschritt 20%, weil das Lerntempo 10 beträgt. Bei Blitzrad zum Beispiel, da ist das Lerntempo 2. Das heißt, pro Erfahrungspunkt, pro Magie-Erfahrungspunkt bekomme ich 2% dazu. Das heißt, wenn ich einen Gegner habe, der mir 3 Magie-Erfahrungspunkte gibt, von dem ich, also dann habe ich am Ende 6%, sage ich mal. Ich werde es euch am besten demonstrieren. Es ist ein kompliziertes System, es ist aber auch ein sehr gutes System. Ich werde es einfach mal demonstrieren beim nächsten Kampf, wenn denn ein Kampf kommen sollte. Ich habe auch vor, in nächster Zeit ein paar Special-Videos zu machen. Bei mir ist das ja so, ich mache ja keine Abonnenten-Specials, was ich aber beim 200. Abonnenten machen werde. Also Leute, 200 Abonnenten und dann gibt es ein kleines Special von mir. So, jetzt habe ich 2 Magie-Erfahrungspunkte bekommen, wie man gesehen hat. Das heißt, ich dürfte jetzt schon bei 20% sein. Gift ist bei 10 und Blitzra bei 4. Also pro Erfahrungspunkt bekomme ich quasi immer die Werte, was bei Lerntempo stehen, dazu. Also Gift habe ich jetzt 2 Punkte bekommen, das heißt 2×5 sind 10%. Und das ist so der Fortschritt. Bei manchen Zaubern, wie bei Vitra, da ist zum Beispiel nur 1 bei Lerntempo. Das heißt, pro Erfahrungspunkt bekomme ich immer nur 1% dazu. Und yeah. Das ist natürlich, die Zauber, die dauern dann natürlich länger mit dem Erlernen. Also es ist ein ganz einfaches System und man versteht es relativ schnell. Ich habe, als ich das erste Mal gespielt habe, das ist schon Jahrtausende her, da war ich auch, da stand ich dann davor, das war noch auf Englisch, als ich das erste Mal gespielt habe, und zwar die englische SNES-Version. Stand ich davor, habe mir das Menü angeschaut und habe überhaupt nichts gecheckt. Aber man lernt es wirklich sauschnell. Also es ist sowas von unkompliziert, ein Magie-Erfahrungspunkt erhalten. Das heißt, bei Blitz habe ich jetzt 30%. Also es ist eigentlich ganz einfach. Bei 100% ist klar, ist der Zauber erlernt. Und hier sieht man noch dann den Status der Zauber. Wie weit man ihn bis hier erlernt hat. So, ich möchte ein paar Special-Videos machen. Und zwar für bestimmte User auf YouTube möchte ich Special-Videos machen. Erstens mal aus dem Grund, weil sie vielleicht das gleiche für mich machen oder weil sie einfach geile Videos haben. Denn ich bin ja nicht so ein Typ, der immer nur fordert, dass meine Videos angesehen werden, sondern ich gucke mir auch sehr gerne die Videos von anderen an. Nehmen wir ShortyCuber,
der zurzeit Tales of Symphonia, Dawn of the New World und Zelda Twilight Princess Let's Played. Geile Let's Plays, also er macht das wirklich sehr geil. Oder Raven Knight, der gerade Mystic Quest Legend, Shadow Hearts und... Ja, Mystic Quest Legend und Shadow Hearts. Auch sehr gute Spiele, an die ich persönlich schlechte Erinnerungen habe. Aber er macht das wirklich sehr geil und ich schaue mir seine Videos wirklich, wirklich gerne an. Und deswegen möchte ich da ein bisschen so ein paar Special-Videos für ein paar User machen. Die werden dann in der nächsten Zeit eventuell abgeloadet. Eventuell mache ich das noch diese Woche. Eventuell aber nicht. Yeah, meine Turbo-Stiefel. Aber lasst euch überraschen. Also, wie gesagt, für spezielle User wird es sowas geben. Und dann... Wie gesagt, mein 200. Abo-Special. Das werde ich natürlich auch machen. Äther erhalten. So, wo sind wir denn hier? Ihr seid Maria, wie aus dem Gesicht geschnitten. Wie bitte? Wer das ist? Na, die berühmte Diva. Oh, die berühmte Diva. Wo sind wir denn hier? Maria? Oh mein Gott, es scheint sich um eine Verwechslung zu handeln. Meint ihr mich? Verzeiht, ich verwechselte euch. Ihr ähnelt einer Schauspielerin meines Ensembles. Verblüffend. Ah, oh, was soll ich nur tun? Was hat der denn? Was hat der denn für Probleme? Seles ähnelt Maria? Wer ist Maria? Wer ist Maria? Die Pose mit dem Finger so. Das ist echt so. Was gibt. What the fuck? Was ist das denn? Das sind Bilder. Kann man später natürlich auch etwas machen. Sieht irgendwie bekannt aus, ja. Das ist doch hier. Ultros. What the fucking. Bastard doing here in this picture. Bäh. Das ist ja Schande. Oh, was haben wir denn da? Ein Brief. Das muss dieser Mann in aller Hektik fallen gelassen haben. Dieser Herr kümmert sich um die Geschichte eines Theaterensembles. Die meisten Leute pflegen ihn einfach nur Impresario zu nennen. Er ist ganz aufgelöst, seit dieser Brief kam. Aha. Teuerste Maria, ich habe beschlossen, dich zur Frau zu nehmen. Bald schon will ich dich in meine Arme entführen. Der umherstreifende Glücksspieler. What the hell? Der bitte was? Umherstreifender Glückskeks? Nein. Ja, manche von euch werden ihn schon kennen. Meiner Meinung nach einer der coolsten Charaktere in Final Fantasy VI. Ein Mann jenseits von Recht und Verbrechen, der mit seinem Luftschiff Blackjack den Himmel regiert und immer ein Ass im Ärmel hat. Setzer, yo. Sein Picture gefällt mir irgendwie nicht. Er sieht darauf aus wie so ein Zombie irgendwie. Aber er ist sehr cool. Unter anderem auch bei Kingdom Hearts 2 anzutreffen, beim Struggle-Turnier. Entschuldigung. Der Glücksspieler Setzer, Kapitän des einzigen Luftschiffs der Welt. Ach, das brauchen wir ja. Was für ein Zufall. Mit einem Luftschiff kämen wir problemlos nach Vector. Ja, wir sollten versuchen, ihn aufzustöbern, diesen Setzer. Okay. Ja, ich bin Maria aus dem Gesicht geschnitten. Ich habe Hinweise über ein Luftschiff erhalten, dass ich wohl schnellstens auf den Grund gehen sollte. Was macht die denn? Die Berge im Norden beherbergen die Stadt Sozo. Zwielichtiges Gesindel treibt sich da herum. Oh, naja. Aber ganz nette Leute dort, muss ich sagen. So, ich glaube, hier in Jidor kann man jetzt erstmal noch nichts machen. Wie gesagt, ich habe ja, ich glaube, im letzten Video, bin ich der Meinung jedenfalls, das Auktionshaus angesprochen. Hier kann man Dinge ersteigern, ähnlich wie bei Final Fantasy IX. Unter anderem auch wichtige Gegenstände und auch optionale Gegenstände, die man nur hier bekommt. Dazu später mehr. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich denn hier verbleibe. Und zwar das mit dem Luftschiff. Jetzt muss ich gerade überlegen. Mein Gott, es ist alles schon so lange her. Wie geht's denn jetzt weiter? Zwischen den Kontinenten reißt er sich am besten durch die Lüfte. Wie? Du weißt nicht, wie man fliegt? Noch nie was von Luftschiffen gehört? Doch, aber die sind hier nicht so vertreten. Ich glaube, die gibt's nicht so oft. Der erzählt immer noch das Gleiche, dass ich dieser Maria aus dem Gesicht geschnitten bin. Ist ja alles schön und gut, aber nicht das, was ich gerade brauche.
Ja gut, ich werde mich jetzt gleich organisieren. Jetzt bin ich in dem Video wenigstens ein bisschen weitergekommen und habe ein paar Ankündigungen noch reingehauen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 6. Bis dann, euer Lucifer.